Es ist A, es darf geschnetzelt werden. Mit Hyrule Warriors veröffentlicht Nintendo das erste inoffizielle Crossover zwischen der Zelda-Reihe und Dynasty Warriors. Schauen wir uns das Ganze doch einmal an. Die Story ist schnell erzählt und bietet sowieso nur einen Grund, um auf irgendwas raufzuhauen. Wie jeden Morgen, wenn sie mal nicht entführt wird, steht Prinzessin Zelda mitten auf der Wiese und klimpert mit ihrer Harfe rum. Zum Glück war das Ganze nur ein Albtraum. Das beunruhigt aber ihre Bettnachbarin so sehr, die übrigens die ganze Nacht stehen muss, endlich den Helden zu finden, der dieses T-Shirt passt. Auf der Suche nach diesem Helden inspiziert Imperatorin Zelda kurz ihre Klonarmee. Natürlich erregt der Einzige, der keinen Helm trägt und dazu auch noch blond ist, rasch die Aufmerksamkeit der Prinzessin. Da Zeldas Träume bekanntlich nicht lange auf sich warten lassen, steht die dunkle Armee schon vor der Tür und das Geschnetzel kann also beginnen. Hat die Prinzessin Zelda eine Klonarmee, machen wir uns auch eine. Dachte wohl der Gegner und genauso laufen die Kämpfer auch ab. Jeder, der in Diablo mit seinem hochgelevelten Charakter wieder in den ersten Level zurückgeht und das auch noch auf einfach spielt, wird mit dem Spiel seine Freude haben. Denn die normalen Standardgegner haben uns quasi gar nichts entgegenzusetzen und sind reines Kanonenfutter. Für den Sieg auf einem Schlachtfeld ist es unerlässlich, die Karte im Blick zu haben. Wo sind welche Gegner, welche Punkte müssen zurückerobert oder erobert werden und wo ist mein nächstes Missionsziel, damit die Schlacht zu meinen Gunsten ausgeht. Knotenpunkte zum Sieg sind die Festungen oder Vorposten, die halt in eigenen Besitz gebracht werden müssen. Hat der Gegner zum Beispiel diese Festung hier erobert, müssen wir so viele Gegner darin abschnetzeln, bis der Balken auf Null gesunken ist. Dann taucht der Kommandant dieser Festung auf. Ist der gefallen, ist die Festung wieder unter eigener Kontrolle. Ab und an trifft man auf dem Schlachtfeld mal einen Gegner, der ab und zu sowas wie eine Herausforderung darstellt. Richtig schwer sind diese aber trotzdem nicht, dafür ist das ganze Spielprinzip halt auf durchgehendes Geschnetzel ausgelegt. Und genauso verläuft die Schlacht dann auch weiter. Unten rechts im Bild ist der Balken für die Erfahrungspunkte. Hat man genug normale Gegner oder stärkere abgeschnetzelt, steigt man jeweils ein Level höher und kriegt mehr Kraft oder kleinere Fähigkeiten in Form von Kombos dazu. Verläuft die Schlacht für einen selber mehr oder weniger gut, muss man sich in unregelmäßigen Abständen an gewissen Eventpunkten einfinden, wo dann die Schlacht und die Story vorangetrieben werden. Was natürlich zum Ende jeder Schlacht auch nicht fehlen darf, ist natürlich ein größerer Endgegner, der auch tatsächlich mal sowas wie eine spezielle Taktik erfordert. Ich spoiler wohl nicht zu viel, wenn ich verrate, dass man diesen ersten Gegner nur gut besiegen kann, indem man das Item Bombe, wenn er seine Spezialfähigkeit auflädt, großzügig in sein Maul wirft. Ist die Schlacht gewonnen, treiben kleinere, belanglose Filmsequenzen ohne Sprachausgabe die kleine Story voran. Die unterschiedlichen Schlachtfelder sind allesamt sehr schön designt.
täuschen allerdings nur schwer darüber hinweg, dass jede Schlacht im Grunde gleich verläuft und es eigentlich nur um das Abschnetzeln von vielen Gegnern geht. Der Charakterfortschritt, den man nach der beendeten Schlacht abspeichert, ist levelunabhängig. Soll heißen, man kann mit seinem aufgepowerten Link zurück in den ersten Level und da die ganze Schlacht mit den neuen Fähigkeiten nochmal abschnetzeln. Insgesamt gibt es 16 spielbare Charaktere, alle bekannt aus der Zelda-Reihe, mit denen man sich durch die Gegnerreihen schnetzeln kann und halt aufleveln. Einen kleinen lokalen Multiplayer hat der Titel auch noch im Petto. Das heißt, ein Spieler spielt auf dem Gamepad, während der andere mit den anderen Controller halt auf dem Fernseher spielt. Splitscreen wird somit umgangen und das wird von mir eigentlich auch ganz gut begrüßt, weil es die Vorzüge der Wii U gut ausnutzt. Ich will ehrlich sein, ich wollte Hyrule Warriors nicht wirklich gern haben. Japanisches Rumgestöhne, keine Sprachausgabe und die flache Story plus einfach nur Gegnergemetzel sprachen mich nicht wirklich an. Nach einer Weile kam aber tatsächlich, auch durch das Aufleveln wahrscheinlich, sowas ähnliches wie Spielspaß aus, sodass ich Hyrule Warriors durchaus eine Chance gegeben habe. Mit ähnlichen Spielen wie Destiny oder Samurai Warriors nie warm geworden, hat Hyrule Warriors halt den Zelda-Bonus an Bord, bei dem jeder Zelda-Fan sowieso auf jeden Fall einmal zuschlagen sollte. Und da im Multiplayer sowieso alles mehr Spaß macht, kann man sich das Spiel durchaus mal geben. Mehr zu Hyrule Warriors liest ihr auf unserer Seite www.gamepoliga.de.